Jo meine Leute, herzlich willkommen zum 7. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga zur Saison 2021-2022. Prediction für den 7. Spieltag, let's go. Heute um 18.30 Uhr, 1. FC Nürnberg gewinnt gegen FC Hansa Rostock mit 2:1. FC Schalke 04 gegen Karlsruhe SC, Spektakel 3:3. Dann morgen um 13.30 Uhr, Fortuna Düsseldorf spielt gegen SSV Jahn Regensburg 1:1. SV Sandhausen spielt gegen 1. FC Rheinland mit 2:2. Dann Holstein Kiel verliert gegen Hannover 96 mit 1:3. Dann um 20.30 Uhr das große, große Nordderby in der 2. Fußball-Bundesliga. SV Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein. Live auf Sport 1. Und auf Sky wie alle Partien der 2. Fußball-Bundesliga. Aber darum geht's nicht. Der SV Werder Bremen spielt gegen den Hamburger Sportverein. Das Ganze geht 2:3 aus für den HSV. Herzlichen Glückwunsch an den HSV. Entschuldigung. Und übermorgen um 13.30 Uhr SV Darmstadt 98 verliert gegen Dynamo Dresden 1:2. FC St. Pauli gegen FC Ingolstadt 04, das geht ebenfalls 1:2 aus. Und FC Erzgebirge Aue verliert gegen den SC Paderborn 07 mit 0:3. So, das war's vom 7. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga für die Saison 2021-2022. So, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Vergesst kein Abo, daneben ist die Glocke, die nicht vergessen zu aktivieren. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung und bis dann. Good Kick. Ciao.